Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Sandmann zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Nein, es geht sich nicht um diesen Häcksler, weil das ist der Standard-Häcksler. Ich meine, der Standard-Häcksler ist auch schon schön, der große New Holland. Aber es geht sich um dieses New Holland-Pack. Und da ich gerade einmal hier bin, kann ich direkt mal, weil die Position gefällt mir relativ gut gerade, mal direkt mal ein Screenshot. Nein, es geht um dieses New Holland Pack hier. Beziehungsweise es ist eigentlich kein Pack, es ist ein, ja, ein Mod halt. Der aber, wie ich finde, schön gemacht ist. Warte, das ist... Das ist der 850 und... Was haben wir hier hinten? Ach, der 850. Also es ist im Grunde dasselbe Modell. Nur, dass er hier ein paar Funktionen mehr dazu bekommen hat. Ein paar schöne Funktionen. Ein paar Beschriftungen. Ja, und das, der Mod, der kommt auch mit Arbeitsgeräten. Und ihr seht schon, Farbe ist frei wählbar. Von dem Paket. Ja, schauen wir mal durch. Blinker etc. wie immer. Ja, Licht habe ich jetzt eigentlich auch nichts anderes erwartet. Und das ist schade, obwohl hier hinten hat die Rückfahrleuchten. Ne? Hier die Ausführung. Ja, in Rot. So viel steht fest. Dicke Kiste haben wir hinten drauf stehen. Achtung, Fahrzeug schert aus. Das sind so Kleinigkeiten, die man machen kann. Mit Radgewichten. Also ihr seht, Radgewichte drauf. Und halt mit dem passenden Schneidwerk in den passenden Farben. Dann wenden wir uns ihm hier zu. Forage Cruise. Hat er nicht draufstehen? Doch, hat er wohl draufstehen. Er mit einem Class Jaguar. Falsche Richtung. Oh, ihr seht, also es ist wirklich Turbo-Version. Ich glaube, ich habe hier fast nur die Turbo-Version hier stehen mit dem großen Motorblock. Aber da kommen wir später zu. Er hat die Breitreifen drauf. Und die Pickup, wo wir auch nachher genauer drauf zukommen. Schön schwarz häckseln. Kann man mal machen mit Breitreifen. Er hat Zwillinge drauf. Vorne zumindest. Er hat dicke Kiste und das Mannequin drauf. Joa. Und halt mit dem Mähbalken. Oder mit dem Mähvorsatz. Zwillingsklammern sind auch schön gemacht worden. Generell das Modell gefällt mir schon. Ja, und ihr seht, wir haben IC. Na gut, der Motorblock ist jetzt texturmäßig nicht ganz so hochwertig wie der Rest vom Modell. Und auf einem Bandlaufwerk. Nicht zu vergessen. Ohne Vorsätze, weil die Vorsätze habe ich hier vorne alle. Das Kühlersystem sieht wiederum sehr gut aus. Steigen wir mal ein. Also, wir können machen die linke Tür zu. Wir können den Beifahrersitz zuklappen. Wir können rechte Tür zu machen. Und wenn ich das jetzt halbwegs ins Bild kriegen würde hier, können wir die Motorklappen hier an der Seite zumachen. Ich glaube, sie sind jetzt auch alle zu. Einen sind sie nicht. Jetzt sind sie alle zu. Zudem starten wir das Gerät mal. Ihr seht, Fahrhebel ist animiert.
Und das Bremspedal ist animiert. Ja, Spitze von 42 hat er. Fährt sich auch eigentlich sehr souverän. Also ihr seht, er neigt sich zwar, aber ist jetzt nicht so, als würde man sagen, der kippt gleich. Es gibt leider, leider, leider keinen Schneidwerkswagen dazu. Muss ich ehrlich gestehen. Aber gehen wir zum Job über. Das, was ich bei der letzten Mod-Vorstellung übrigens vergessen habe. Das tut mir auch leid. Also, in der Standardausführung haben wir Unterhaltskosten von 1.620 Euro am Tag. 768 PS, 1400 Liter Dieseltank, 40 km Spitze. Von einem stolzen Preis 386.000, sagen wir jetzt einfach mal, runden wir mal ein bisschen auf. In der großen Motorausführung haben wir ihn dann mit 876 PS. Farben, ihr seht, könnt ihr machen, was ihr wollt. Rad-Setups habe ich euch jetzt eben vorgestellt. Das Bandlaufwerk, die Zwillinge, die Breitreifen und die Radgewichte. Felgenfarbe ist natürlich auch, könnt ihr euch machen, wie ihr lustig seid. Ihr könnt das Logo in Blau und in Grau haben. Dann hier noch Design, dicke Kiste, kleiner Junge, beide Logos oder kein Logo. Das zur Maschine selber. Hat natürlich einen stolzen Preis, ne? Hier haben wir dann den Mähaufsatz. Ihr seht, der kann wirklich eigentlich alles runtermähen. Wir haben Weizen, den er machen kann. Den können wir häckseln. Raps, Gerste, Sojabohnen und natürlich Gras kann man machen. Ja, hier bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist Gras und Heu, die wir machen können. Häckseln können. Grasschwart und Heuschwart. Schade, dass wir keine Strohschwart häckseln können. Ja gut, das Maisgebiss. Das 9 Meter. Ja, und die 2 Meter Pappelschneider natürlich. Ja. Wobei das Maisgebiss sogar billiger ist. Fällt mir gerade auf. Aber wir wollen das Maschinchen ja auch in Aktion sehen. Holen wir uns jetzt einfach mal ihn hier. Kaufen wir uns jetzt einfach mal. An welchem habe ich denn den Mähbalken? An den Zwillingen. Dann fahren wir einfach mal gucken, wie es sich damit arbeiten lässt. Wie es aussieht mit Arbeitsgeschwindigkeit. Also dieser Rückwärtspiepton, der, ja, wie soll ich sagen, der geht mir jetzt schon auf die Nerven. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo wir das nächste Feld haben. Da hinten. Da hinten haben wir eins. Da zieht auch reif aus. Ja, mit dem Mähbalken, man muss halt schon hier auf der Bindelbach sehr präzise fahren. Um nicht zu sagen, da wäre wirklich. Das ist aber jetzt. Das ist aber kein Weizen oder so. Da hinten sehe ich aber ein Feld. Wir fahren jetzt einfach mal querverlein. Dim, dilly, dim, dim. Klappen aus. So,
Also mir ist gerade aufgefallen, wenn ihr den Tempomaten benutzt, bleibt das Gaspedal stur da stehen, wo es ist. Ah, und natürlich häckselt er ihn sauber weg. Ja, flackert ein bisschen. Flackert ein bisschen. Beziehungsweise, was ist denn jetzt los? Also der Helfer kommt scheinbar gar nicht parat. Ich weiß auch gerade nicht, warum er nicht weiter häckselt. Weil eigentlich sah das echt vielversprechend aus. Aber eine Arbeitsgeschwindigkeit von 14 km/h. Kann doch nicht sein. Der hat den Hänger nicht. Der kennt den Hänger nicht mehr. Warum kennt der den Hänger nicht? Dann kaufen wir uns mal eben einen kurzen Trecker. Jetzt mal einfach mal hin und gucken mal, was er dann macht. Weil eigentlich finde ich das Pack ehrlich gesagt cool. Und es wäre dann schade, wenn es daran scheitert, dass er dann die Hänger nicht richtig erkennt. Aber das ist schon schön eigentlich, dass man dann quasi alles häckseln kann. Aus dem einfachen Grunde, es gibt ja auch stellenweise, dass man wirklich kaum was für die Ernte kriegt. Und man sie dann eben zu Futter verarbeiten kann. Ja. Ja, den Hänger nicht. Wir machen ihn jetzt einfach mal leer. Jetzt erkennt dann wieder. Gucken wir, ob wir diesmal über die 1000 Liter rauskommen. Oder ob die Füllmenge nicht richtig erkennt. Also so klappt es definitiv. Ja, und jetzt müsste eigentlich die Collie erkennen gleich. Ja. Ja, das Rohr schwenkt rum. Hat uns also erkannt. Schleift uns mal mit. Ach. Schleifen wir ihn mal mit. Also ihr seht, funktioniert dann doch. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ein schönes Pack. Ja, aber das war es dann von mir. Für diese Mod-Vorstellung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Doink, doink. Euer Sandmann. Tschüss.